Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zitronenkopf spielt obskure Spiele. Nachdem ich mich in meinem ersten Let's Play dem alten Fußballspiel Sensible World of Soccer gewidmet habe, habe ich mir dieses Mal gedacht, jeder Kanal, in dem Let's Plays auftauchen, braucht auch ein Let's Play von einem Simulatorspiel. Dies ist also der Rettungswagen-Simulator. Die Verpackung verspricht, erleben Sie den Alltag eines Rettungssanitäters. Ich bin sehr gespannt, wie dieser aussieht. Und ja, wir sehen dieses extrem interessante Menü. Option, Grafik. Ja, ich gönne mir mal eine hohe Qualität in diesem Spiel. Ja, der Sound ist extrem pornös, das macht Spaß. Ja. Wie ihr seht, noch keine Sekunde gespielt. Ich spiele es komplett unerfahren, untrainiert, ohne dass ich mir etwas dazu angeschaut habe. Bin selber gespannt, was mich jetzt erwartet. Heute ist jedenfalls meine soziale Ader. Ich stürze mich ins Spiel. Im Schneekugelland? Okay, nein, ich bin nicht im Schneekugelland. Ich bin anscheinend in einem Tutorial gelandet. Ja, WASD ist klar. Mit Shift kann ich sprinten. Mein Gott, die Maus-Sensitivität ist krass. Okay, der Pager gibt mir irgendwelche Aufträge. Vorkommnis. In der Kirche ist eine männliche Person im Gottesdienst zusammengebrochen. Die Person ist aber ansprechbar und liegt auf dem Weg hinter der Kirche. Fahrzeug, schlacht mich tot. Okay, ich muss irgendwie zur Kirche fahren und eine ansprechbare männliche Person retten. Okay, das angegebene Fahrzeug, das habe ich mir nicht gemerkt. Okay, Pager, alles klar. Aber bevor ich hier irgendwas mache, stelle ich fest, dass ich die Maus-Sensitivität nicht einstellen kann. Das ist interessant. Mein Gott, da muss ich mich etwas umgewöhnen. Ja, das hier ist mein... Naja, ich gucke mir das später an. Ich muss zum Einsatz. Okay. Ich brauche ein Fahrzeug. Da sind Fahrzeuge. Welches? Da ist einer drin. Das ist wohl mein Beifahrer und ich denke mal, das ist mein Fahrzeug. Keine Ahnung. 138302. Ja. Okay, hoffentlich nicht wird es mir auch durch einen Beifahrer angezeigt, um welches Fahrzeug ich gehe. F zum Einsteigen. Auch WASD. Blinker? Okay, ich muss also mit tatsächlich am Straßenverkehr teilnehmen und Blinker setzen. Q und E. Handbremse mit Leertaste ist auch bekannt. Motor einschalten mit M. Das geschieht auch nicht automatisch. So sehe ich also aus. Das sieht schön aus, so mit den durchleuchtenden Augen. Zombiefahrt, die Retter sind unterwegs. Gut, ich mache den Motor an. Steuern Sie nun zum Zielort. Eingeblendeter Pfeil. Da ist der Pfeil, okay. Okay, ich fahre. Ich fahre. Kann ich noch Blaulicht machen? In der Stadt gilt ein generelles Tempolimit von 50. Darauf muss ich wohl auch achten, okay. Tempomat ist auch dabei. Ist vielleicht ganz praktisch. Wird das überhaupt, nimmt der das überhaupt wahr, wenn ich zu schnell fahre? Mit B das Blaulicht. Martinshorn mit R. Blaulicht darf ich alles. So, Freigabe habe ich, wie da unten zu sehen ist. Okay. Dann mache ich das doch mal. Blaulicht an. Martinshorn an. Okay. Ab geht das. Ich zoome hier mal ein bisschen raus. Das ist ja sonst nicht zu ertragen. Ja, Geschwindigkeitsrausch. Ich bin schon über 60. Ah.
Wenn der Kreis wie ein LKW. Ist das da die Markierung, wo ich hin muss? Ich glaube schon. Und jetzt? Passiert nichts. Ich steige dann wieder aus. E? Ne, das war der Blinker. F, F, was? Ah, okay. Ich muss mich jetzt zu meinem nächsten Ziel bewegen. Ich sehe aber keinen Pfeil. Gut, ein anderes Auto. Wo ist denn hier mal? Hä? Okay, hier ist eine Kirche. Im Page stand auch was von der Kirche. Kann ich da jetzt rein? Die hochauflösenden Türen wollen sich nicht öffnen lassen. Keine Ahnung. Okay, was war das? Den Weg hinter der Kirche. Okay. Ich muss irgendwie hinter die Kirche. Ja. Da geht's nicht weiter. Springen kann man nicht. Wie komme ich hinter die Kirche? Da ist ein Weg. Wie komme ich denn da? So. Auch keine Füße. Ich steuere jetzt quasi die gute Seele eines Rettungssanitäters, der irgendwie unsichtbar zu sein scheint. Und nur sichtbar werden kann, wenn er am Steuer eines Fahrzeuges sitzt. So ist langsam gehen, so ist sprinten. Ja, ich hoffe, hier ist irgendwo ein Patient. Hier ist auf jeden Fall hinter der Kirche. Hallo. Ich kann nicht durch Büsche laufen. Mein Gott. Schon auch schon auf dem Weg hinter der Kirche. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, da ist er. Eine verwirrte Frau, die sich um einen Menschen nicht so kümmert. Okay. Warum liegt diese Person hier? Hier steht doch... Männliche Person ist im Gottesdienst zusammengebrochen. Im Gottesdienst heißt doch für mich in der Kirche. Warum transportiert man diese Person weit weg von allen Menschen, die da drin sind, hier hinten hinter die Kirche und nicht nach vorne, wo der Rettungswagen ankommt? Und stellt nur eine Frau dahin, die sich da irgendwie drum kümmert? Ich weiß nicht. Da hinten irgendwo der Friedhof, wo sie, hab ich gedacht, oh, da muss keiner zusammen, letzte Ölung, Pfarrer ist ja anwesend, zack, ab. Zum Friedhof, man weiß es nicht. Tja, und jetzt? Keine Ahnung. Bevor wir ihn beerdigen, können sie ja den Voodoo-Zauber versuchen, Herr Rettungssanitäter. Okay, haben Sie einen Patienten vor sich und müssen ihn behandeln, werden Ihnen noch Patienten aller Stellen angezeigt, an denen er eine Beschwerde hat. Durch Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem die entsprechende Behandlungsmöglichkeit hervorgehoben ist. Klicken Sie auf diese, um die Behandlung zu starten. Okay. Hallo, wie geht es Ihnen? Bleiben Sie erstmal ruhig liegen. Hallo, es geht schon wieder. Mir war auf einmal schwindelig, ich habe einen ganz trockenen Hals. Oh Gott, wir haben einen trockenen Hals. Ich möchte jetzt eigentlich lieber das Opfer sehen als meinen eigenen Rücken. Geht das? Wohl nicht. Okay, muss ich jetzt hier? Ah, hier kann ich wohl Sachen machen. Was haben wir denn? Blutungsstopp, Infusion legen, Bruchschienen, Sauerstoff geben, Vitalfunktion prüfen, Atemwege. Vitalfunktion prüfen geht immer, oder? Ich denke nicht, dass wir das tun. Das klappt so nicht, sagt der Kollege. Na gut. Dann interessiert mich nicht, welche Vitalfunktion dieser Mensch hat. Er ist immerhin gerade ohnmächtig geworden. Okay, Defibrillator ist vielleicht übertrieben. Medikamente. Falscher Ansatz. Keine Medikamente. Flüssigkeit verabreichen. Gut, das hilft bei trockenem Hals, das gebe ich zu. Aber bei jemandem, der gerade sein Bewusstsein verloren hat, darf man nicht gucken, wie die Vitalfunktion aussieht. Ich meine, der Kreislauf könnte ja auch mal ein bisschen wankelmütig sein. Ich bin kein Fachmann, ich rätsel mich ja auch nur so durch das Spiel. Okay, der Rettungswagen bounced einmal kurz, bevor wir den Patienten einladen. Was auch automatisch geschieht dann auf einmal.
Okay, ich habe jetzt nur einmal auf Flüssigkeit verbrechen geklickt. Das war spannend. Nun müssen Ihren Patienten zum Krankenhaus transportieren. Achten Sie darauf, ob Sie eine Freigabe für eine Blaulichtfahrt haben oder nicht. Das wird in Ihrem Tachometer angezeigt. Ja, haben wir. Dann. Oh Gott. Das Lenkrad eiert. Und ich habe keinen Beifahrer mehr. Wo ist mein Beifahrer? Hinten drin sitzt der Beifahrer. Beim Patienten, der am trockenen Halssyndrom leidet. Okay, Blaulicht ist an. Martinshorn. Ab geht die Post. Einmal zum Krankenhaus. Das fährt sich auch echt beschissen. Sehr hakelig. Ich meine, gut, ich habe jetzt hier kein Lenkrad oder so. Ich mache es halt wirklich mit WASD. Aber es reagiert schon sehr, sehr eigenwillig. Da hinten ist wohl schon der Ankunftsort. So. Okay, das geschieht dann wieder automatisch. Cut-Sequenz, zack. Machen Sie den Schockraum fertig. Wir haben einen trockenen Hals. Zurück zur Rettungswache. Parken Sie das Fahrzeug an der folgenden Position, damit es desinfiziert und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden kann. Okay. Ich bin jetzt wieder drin. Ich stehe jetzt einmal hier hinten. Jetzt habe ich keine Blaulichtfreigabe. Jetzt muss ich mich wohl an die Verkehrsregeln halten. Kommt nichts ab auf die Straße. Was? Rote Ampel überfahren, Geschwindigkeitsüberschreitung. Okay. Ich hatte gehofft, dass ich nicht darauf achten muss. Anscheinend stelle ich mich jetzt hier tatsächlich erstmal an rote Ampeln. Macht man im wahren Leben noch nicht oft genug? Da simuliert man lieber, wie man an einer roten Ampel steht. Das ist langweilig. Habe ich eine Hupe? Ha! Schneller! Ich will durch. Schnarch. Jetzt hat man auch so ein Auto vor sich, kann nicht vorbei. Also wer irgendwann mal Spiele wie GTA, aka der Verbrechersimulator, gespielt hat, der ist vielleicht ein bisschen verwöhnt von ich darf fahren, wie man will. Naja, das ist eine Haltestelle. Wo bin ich denn hier? Richtung City, SVG, sicher unterwegs. Wo ist denn die SVG? 1:21:41 kommt ein Bus. Ich werfe auch keinen Schein. Und die Ampel ist rot. Weil ich mal auf die Haltestelle geguckt habe. Doof. Das war's jetzt. Der Rettungssanitäter fährt zu den Patienten, hat 9 Möglichkeiten, was er tun kann. Schmeißt den kurz ins Krankenhaus und fährt wieder nach Hause. Rest des Tages steht der Rettungssanitäter an roten Ampeln. Falls ihr zuguckt und Rettungssanitäter seid, ich habe so die Ahnung, dass das genau einer sein wird. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Tag, wenn ihr diesen Job tatsächlich ausführen müsst. Oh Mann. Ist das jetzt ein Abbiegen? Ich blink mal. Das ist wohl meine kleine Wache. Ich muss jetzt da hinten wohl drauf fahren. Nicht da vorne. Fast noch gegen den Baum gefahren. Okay, Bremsen müsste man auch mal wieder machen. Bericht schreiben soll ich. Okay, Bericht. Altpapier. Ist mein Bericht im Altpapiercontainer? Man weiß es nicht. Ich gehe mal wieder rein. Schreibtisch. Ah, da schreibe ich den Bericht.
1500 Punkte, was 66 Punkte bei Linux-Bonus. Ich habe zu lange gebraucht, ich habe eine rote Ampel überfahren, habe einmal Geschwindigkeitsüberschritten. Schreibe ich alles in meinen Bericht, weil ist ja ehrlich. Das war erfolgreich. Juchai, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Einsatz gemeistert. Wenn Sie erfolgreich waren, haben Sie Erfahrungspunkte gewonnen. Sammeln Sie genug Erfahrungspunkte, dann schalten Sie mit jedem Levelaufstieg neue Einsätze frei. Sie können im Spiel bis zu Level 4 aufsteigen, wobei jedes Mal anspruchsvollere Aufgaben freigeschaltet werden. Das hoffe ich doch sehr. Ich will den Defibrillator testen. Ja, ich bin jetzt für meinen ersten Teil auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Das war immerhin spannend. Und bevor ich mich diesem Einsatz widme, melde ich mich erstmal später in einem zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.